Okay. Da haben wir das. Da machen wir die ganzen Verbesserungen jetzt so langsam. Wir haben auch die Ressourcen. Die Ressourcen. Ihr wisst Bescheid. Hier brauchen wir jetzt mal noch die Fahrzeugwaffen. Und jetzt haben wir eigentlich auch die Reichweite gegen die Imperialen. Dank der Gatling, die hier drauf ist. Mist. Aha, ich fand's jetzt nicht so lustig. Die dunklen Götter wachen über uns. Maschinengrube, die wollen wir auf jeden Fall auch noch haben, wenn die irgendwo reinpasst. Die müsste eigentlich reinpassen. Ich liebe diesen Spruch. Ja, komm, die passt rein. Ja, also, geht doch. Ganze Basis kompakt. Kompakt gepresst. Mein Gott, das Chaos muss echt gute Witze erzählen. Das sind wahrscheinlich die Chaosgötter, die schmeißen einfach irgendwelche Witze rein. Kommt eine Frau beim Arzt. Der muss gut gewesen sein. Schade, dass es keinen Kornberserker Champion gibt. Das wäre cool. Yes. Oh Mann, ey, die Witzeschmiede. Okay. Dann will ich noch die Dämonengrube haben, aber wir brauchen erstmal das unheilige Kloster. Ja, damit. Dann fangen wir an, die richtig leckeren Sachen zu bauen. Viele Predators mit Chaos-Munition. Die Nebelwerfer machen wir auch einfach schon mal, damit wir sie haben. Liebe Horrors, ich brauche euch noch. Energiefäuste. Okay, ja, die Dinger können wir eigentlich fast getrost ignorieren. Wir greifen dann bloß das Waffenlager an. Machen es kaputt. Apropos von wegen keine feindlichen Fahrzeuge mehr. Bis jetzt kam gar keine. Ich weiß gerade gar nicht, auf welchen Ich glaube, wir spielen schon auf schwer, oder? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welchen Schwierigkeitsgrad wir gestartet haben. Ja, ich muss darauf vertrauen, dass es, wenn nicht, dann... Ja, es ist auch nicht so schlimm. Weil eigentlich ist die schwerste Mission die vorletzte. Die letzte ist dann doch noch ein bisschen so humaner. Das ist wie bei den Imperialen. Wenn man mit genug Vorbereitung rangeht, schafft man es eigentlich so oder so. Okay, das haben wir, Dazu brauchen wir jetzt echt noch das unheilige Kloster. Beeil dich mal ein bisschen. Die Witze werden langsam langweilig. Für die dunklen Götter. Mehr Türme können eigentlich nie schaden, im Prinzip. Nochmal einen hinten dran. Wir dienen. Was immer ihr wünscht. Wunderbar. Wir dienen. Das ist einfach unglaublich, ey. Man geht einfach mal vorbei und es wird wieder irgendwie gelacht. Wie ihr wünscht. Bringt mich zum Feind. Och, du Scheiße, guck mal, wie die Lebenspunkte von ihm runtergehen, ey. Gut, wenn man sich bedenkt, was der für Lasersalven ins Gesicht bekommt. Ja, macht schon Sinn. Nein, das ist mein schöner Turm. Hört auf damit. Das ist mein Lieblingsturm. Okay, haben wir es jetzt bald mal? Können wir nicht einfach... Wieso können wir es nicht einfach so machen, dass wir einfach Blut vergießen? Wir müssen ja nicht unbedingt opfern, sondern einfach Gegner töten, eine gewisse Anzahl. Das hätte ich viel lustiger gefunden, weil das ist jetzt irgendwie Missionsrecycling. Das hatten wir halt schon mal. Deswegen ist es weniger spannend. Und so. Bla bla bla. Yay, das machen wir. Und die Creme de la Creme. Die Dämonengrube. Dann haben wir den Spaß auf unserer Seite. Machen wir auch schon mal ein paar Predators. Wir haben ja genug Energie. Können eigentlich nochmal verbessertes Truppenkonzentration machen. Ich bin nicht euer Fußabtreter. Jetzt mir das nicht sagen können, bevor ich mich an die abgestrichen habe. Meine Güte. Das muss man aber auch vorher wissen. Ja. Alles klar. Segne uns, Meister. Jawohl.
Teleport-Aktivator und Kaibox. Kaibox im Übrigen. Ist ziemlich lustig, ja. Meistens, also sind auf jeden Fall ehemalige Space Marines. Oftmals Tech Marines, wie wir es ja schon mal gesagt haben. Und ja, die verbringen halt sehr, sehr viel... Ja, sagen wir es mal so. Kaibox sind eigentlich, vom Begriff her, passt Cyborg eigentlich schon. Sie sind eigentlich mehr als alles andere ein kybernetischer Organismus, weil die wachsen echt... Also, durch diese ganzen dämonischen Energien wächst ihr Fleisch mit der Rüstung und der gesamten Elektronik und allem Möglichen zusammen. Sie werden quasi, sie verschmelzen quasi zu einer Art Cyborg. Aber reiner Cyborg sind sie doch nicht, weil die sind sowohl Mensch als auch Maschine als auch Dämon. Da ist dämonischer Einfluss drin, maschinelle und menschlich. Ehemals menschlich, ehemals Space Marine, sagen wir es mal so, Space Marine noch. Dementsprechend halt einfach übel. Space Marine Maschine, einfach weil es zusammenwächst, ist schon ziemlich lustig. Die haben zum Beispiel kein Blut mehr durch ihre Adern pulst. Was war das nochmal? Ich glaube Plasma war es. Ich glaube, es heißt es Plasma oder so. Fließt durch ihre Adern. Das ist total übel. Und das Krasse ist auch, die ernähren sich zum Beispiel von Munition und trinken Flammenwerferbrennstoff. Das ist total kaputt. Und was ich richtig interessant finde, das ist das gleiche auch mit Raptoren. Raptoren und Kaiborgs beten keine spezielle Chaosgottheit an. Es ist eher so, dass sie sich Chaos generieren, eher so als Söldner zur Verfügung stellen. Das ist bei den Raptoren auch so. Die bilden so eigene, ja, eigene, fast wie Söldnertrupps, eigene Kulte so. Und stellen sich Chaos generieren zur Verfügung im Austausch für Artefakte und andere mächtige Sachen als Söldner quasi. Und das Lustige, was man zumindest über Raptoren hört, ist, dass die auch mal die Angewohnheit haben, so einfach vom Kampf zu verschwinden, wenn sie gerade keinen Bock mehr haben oder so. Ich habe keine Lust mehr auf den Kampf, ich gehe jetzt einfach. Das ist total... Also die Chaos-Generäle haben es auch nicht leicht irgendwie. Boah, jetzt gehen die schon wieder weg. Aber es ist irgendwie lustig, dass diese Kaibox aus freien Stücken da sind. Einfach als Söldner quasi und so ihre eigenen Ziele verfolgen. Die dienen keiner speziellen Gottheit. Und ebenfalls lustig ist, dass sie die nötigen Waffen, die sie eigentlich brauchen, aus ihrem Körper wachsen lassen. Die lassen die einfach wachsen. Einfach, was die gerade für eine Waffe brauchen, speziell. Das ist einfach so kaputt. Und ja, es wurde auch schon gesagt, warum die eigentlich so einen relativ geringen Nahkampfwert haben, obwohl die so groß sind. Also die Sache ist halt die... Gut, im Tabletop ist es so, dass die, glaube ich, dass sie auch Nahkampfwaffen morphen können, quasi. Aber hier ist es halt so, die haben nur zwei reine Fernkampfwaffen. Gut, die könnten jetzt mit irgendwelchen Stacheln oder Tentakeln noch zuschlagen. Aber grundsätzlich haben sie zwei Fernkampfwaffen. Gut, Ogrins haben auch nur Fernkampfwaffen, aber die haben so Bajonette draufgeschraubt und sind reine Sturmtruppen. Der Sinn der Kaibox hier zumindest in Danovor ist eigentlich der reine Fernkampf. Deswegen, und ganz ehrlich, ich finde, wären die noch stärker im Nahkampf, wäre es ein bisschen overpowered. Weil die sind so schon übel. Und ich glaube, wir machen uns jetzt mal auf den Weg mit den Kaibox. Nehmen wir vielleicht noch einen Trupp mit? Jawohl, nehmen wir noch einen Trupp mit, das wird so cool. Und jetzt noch die Predators. Zwei Stück mit Chaos-Munition. Das könnte relativ interessant werden. Gucken wir mal hinter. Irgendwie haben wir gar keine Hexer mehr. Aber gut, das wurde ja auch schon erklärt, warum. Der letzte Hexer, den wir wahrscheinlich hatten. Ah nee, eigentlich war das nicht der letzte Hexer, den wir hatten, der sich da zu Blutdämon geopfert hat. Weil nachher haben wir doch immer noch einen Dialog mit dem Hexer geführt. Egal. Aber... Nächstes Paradoxon ist ja eigentlich auch hier. Wurde auch schon erwähnt. Wir spielen die Blutlegion des Korn. Wir spielen reine Kornanbeter. Aber benutzen trotzdem Dämonen des Zench. Mit den Horrors. Eigentlich ist es nur ein bisschen... Weil das Problem ist, dass die Chaosgötter sich untereinander auch nicht wirklich ausstehen können. Also nur in schlimmsten Fällen, zum Beispiel auch als der Imperator geboren wurde, haben die Chaosgötter mal kurz gesagt, sie arbeiten ein bisschen zusammen. Aber grundsätzlich können sich die Chaosgötter untereinander nicht wirklich leiden. Und Korn beispielsweise, der Gott des Nahkampfs, verabscheut Psionik und Magie. Und dementsprechend können sich gerade Korn und Zench nicht wirklich ausstehen. Weil Korn verabscheut wirklich jede Art von Magie und mag auch keine Hexe und so. Das ist irgendwie ganz lustig. Und dann haben wir trotzdem Dämon des Zench.
Ist eigentlich total verräterisch. Aber egal. Oh ja. Piu, piu. So, dann machen wir mal das Lager fertig. Und ganz ehrlich, mit dieser Truppenansammlung hier machen wir sowieso einfach kurzen Prozess mit den Necrons, wenn sie kommen. Die ja garantiert kommen. Wie schon erwähnt, bei jeder Fraktion kommen die Necrons am Ende. Beziehungen, Necrons und Chaos. Ja, ganz ehrlich, was soll die für eine Beziehung haben? Das ist nicht wie bei den Orks, dass die, wie die Orks zum Beispiel speziell geschaffen wurden, die Necrons zu vernichten. Orks und Chaos, Chaos und Necrons liegen sich einfach in den Haaren. Nur weil, ja, Chaos möchte halt, dass die gesamte Welt die Chaosgötter anbetet. Beziehungsweise komplett im Wahnsinn verfällt, das Chaos. Natürlich, Meister. Während die Necrons einfach alles vernichten wollen, auch das Chaos. Dementsprechend unterschiedliche Ziele, deshalb könnte es auch niemals so was wie eine Allianz zwischen Chaos und Necrons geben. Necrons werden immer für sich alleine gestellt arbeiten, da sie einfach alles vernichten wollen. Aber wie schon gesagt, was das Thema Allianzen angeht, ist Warhammer sowieso ein bisschen... gibt so kleine Problematik. Ach du Scheiße, ein Baneblade. Ah, den machen wir mit Kai. Oh fuck, wir haben schon Kai-Bock-Trupp verloren. Wir brauchen mehr. Drei Box. Dann nehmen wir dich mal mit hoch, weil wir brauchen dann später einen aufstrebenden Champion. Der Chaos-General kommt mal mit. Die Horrors kommen auch mal mit wegen dem Baneblade. Jetzt hier noch. So. Ziemlich problematisch. Kommt mal ein Stück zurück. Das wird mir gerade ein bisschen übel. Aber wir können den Dämon des Korn gegen den Blade Bane einsetzen. Ja, natürlich. Bane Blade. Meine Güte. Ah, die Chaosgötter sprechen zu mir. Hallo. Bin ich hier richtig verbunden? Ach, ich wollte eigentlich zum Pizzadienst durch. Korn, warst du das? Das wäre cool. Ich würde es feiern. Ja, würde ich genauso lachen. Das war jetzt bestimmt mein Witz. Komm, wir brauchen mehr Predators. Ich weiß nicht, ob ich den Blutdämon hier einsetzen will. Eigentlich würde ich dir ja gerne gegen die Monolithen schleudern. Aber andererseits, kommt. Wir können ja später auch nochmal einen Blutdämon beschwören. Vielleicht überlebt er das Ganze hier sogar. Mal gucken. Von daher beschwören wir den dann einfach gleich nochmal. Bevölkerung voll, ja toll. Seid alle doof. So. Du gehst zum Baneblade und der Rest kommt nach. Wir brauchen einen neuen Champion. Der letzte ist auf seltsame Weise verloren gegangen. Auf nicht näher bekannte Art und Weise. Ich finde den Baneblade einfach so geil. Das ist der Gott der Panzer. Es wäre cool, wenn der Blutdämon eine spezielle Finishing-Animation hätte, den zum Baneblade zu besiegen. Kletter drauf und reißt das Geschütz. So im Hulk-Style. Reißt das Geschütz ab. Also ich glaube, das würde selbst der Blutdämon nicht schaffen. Ich glaube, das Ding muss so viele Tonnen schwer sein. So, bald haben wir es. Dann ist die Fahrzeugfabrik gleich kaputt und dann passt das. Gibt es eigentlich irgendwelche Ziele noch? Nö. Warum auch? Ziele sind doch was für ein Mädchen. Also passt zu uns. Selbstbeleidigung. Na gut, wir müssen ja einfach die Mars-Schema-Panzerfabrik kaputt machen und dann ist eigentlich alles gut. So. Dann mal noch ein paar schwere Bolter. Können wir auch mal gebrauchen. Rechte Maustaste drauf, Tatsache. Man kann sogar Einheiten auf diese Weise endlos produzieren, das ist geil. Ist jetzt alles gut? Was sollen wir hier machen? Waffendepot zerstören. Ja, aber wie? Gehst du mal her, Qual? Gibt's hier irgendwas, was es noch Besonderes zu beachten gibt? Ah, okay, alles klar. Okay.
Superb. Ich bin beeindruckt. Okay, alle Mann zurück. Müssen uns mal ein bisschen beeilen, damit der Blutdämon noch steht, wenn die Necrons kommen.